Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Ravnica. Heute in einem ungewöhnlichen Setting. Oh ja. Mit mir ist der Marc, aber wo sind wir denn überhaupt? Wir sind in Lübeck beim Keep Seven. Und zwar sind wir nebeneinander. Das heißt, wir können mal wieder live machen. Wirklich? Das letzte Mal, dass wir das gemacht haben, war, glaube ich, in Spanien. Ja. Das ist ein bisschen her. Dementsprechend gucken wir dieses Mal einfach nochmal, wie es so wird. Wir haben coole Themen gemacht. Wir haben euch ja versprochen, dass wir Themen mitbringen. Dementsprechend haben wir zwei Themen zumindest da. Genau, zwei große. Natürlich reden wir einmal über das Keep Seven Event hier. Wir holen uns auch gleich noch die Bianca dazu, die ist jetzt gerade noch eben den Laden schmeißen drüben. Und zum anderen schauen wir uns mal die Commander-Decks von Fallout an. Aber bevor wir anfangen, ein kurzer Hinweis, dass auch diese Folge wieder gesponsert ist von Holy. Du machst mal wieder so vor... Schwierig, dieses Mal ist dunkler. Ja. Das ist also, schwierig. Aber du warst auf jeden Fall so vorbildlich, hast den Shaker mitgenommen. Ich habe hier mein läppisches Wasser, was ich jetzt hier trinken muss für diese Aufnahme. Aber wenn ihr auch Holy probieren wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne tun bei weareholy.com/radioRavnica. Und unsere Codes Ravnica10 für 10% und Ravnica5 für 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Das Beste ist, ihr unterstützt damit indirekt und dementsprechend schaut vorbei, ob das was für euch ist. Und dann würde ich sagen, lass uns doch erstmal mit den Fallout Commander Decks starten. Wie ist erstmal dein, nochmal ganz kurz mal abzuholen, wie ist nochmal deine Meinung generell zu Fallout als Franchise? Ich habe keine Ahnung von Fallout zu Franchise. Mhm. Ich habe irgendwie ein, zwei Spiele auf der PlayStation zweimal gespielt und ansonsten keine Ahnung. Ich bin aber mit den Artworks und mit dem Setting und so weiter sehr gut vertraut. Ja. Dementsprechend haben mich das ein bisschen abgeholt. Viele Leute holen es ja nicht ab. Das sehe ich so ein bisschen daran, dass es halt eine Computerspiel-Franchise ist, die jetzt ins Haptische gemacht wird. Ja. Ist ein bisschen schwieriger. Aber ich finde es eigentlich ganz cool und ich mag die Artworks der Karten wirklich, wirklich sehr. Ja. Also ich habe es halt, ich habe Fallout 3 ein bisschen gespielt. Ich habe Fallout 4, glaube ich, immer noch am meisten gespielt und ein bisschen tatsächlich New Vegas, was tatsächlich bisher mein Lieblingsteil ist. Einfach spannend. Nur weil es ist halt wie Fallout 3, also diese Dreidimensionalität und allem drum und dran, aber es ist halt darüber hinaus halt eben noch halt ein bisschen tiefgehender in den Auswahlmöglichkeiten, die man hat. Also ich habe das Gefühl, Fallout 3 hast du ganz oft die Entscheidung, machst du was Gutes, machst du was Böses. Ja. Und bei New Vegas ist es halt so, okay, wie willst du Sachen machen? Ich glaube, du kannst den Endboss sogar besiegen mit dem Handeln, mit dem Handeln-Skills oder sowas. Also das ist sehr, sehr, sehr cool. Aber genau, dementsprechend, ich war ein bisschen halb für Fallout Commander Decks. Ich muss sagen, so ein bisschen ist es sehr komisch mit der Ankündigung, weil wir hatten jetzt letzte Woche so vollgepackt mit allem möglichen. Wir haben Assassin's Creed Previews zwischendrin gehabt. So der ganze Release von Fallout ist so ein bisschen unterm Radar gelaufen, absolut, oder? Also wir hatten Thunder irgendwas. Thunder Junction. Wir haben jetzt schon für Blumen, haben wir jetzt schon Spoiler und so weiter und so fort. Also ich muss sagen, es ist einfach zu viel Spoiler, es ist zu viel Produkt und es ist deshalb einfach sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu machen. Ja. Und ja, am Ende des Tages ist es halt untergegangen ein bisschen. Das muss man leider einfach sagen. Also, genau. Nicht zu Recht, also zu Unrecht tatsächlich, meiner Meinung nach. Total, total. Und ich meine, wir haben halt 4 Commander-Decks. Es wird wieder Collector-Bus dazu geben mit neuen auch Redesigns von Karten. Also eine, über die wir auf jeden Fall auch sprechen müssen. Ja, es sind halt 9 Karten, die halt nicht in den Commander-Decks sind. Ja. Was bei einer Karte ganz gut ist. Definitiv, definitiv. Aber lass uns erstmal die Commander-Decks sprechen. Ich würde mal sagen, lass uns mal auf Science eingehen. Wenn nämlich das nicht alles täuscht, ist das Energy Matters Deck. Weil das ist nämlich ziemlich cool. Angeführt wird es von Dr. Madison Lee, ein Jeskai-Commander, ein blaues, ein rotes, ein weißes für einen 2-3 Legendary Human Scientist. Mhm. Und immer wenn man ein Artefakt-Spell castet, bekommt man einen Energy-Counter. Man kann sie tappen und eins von diesen Energy-Counter zahlen, um einer Kreatur +1/+0 zu geben und Trample und Haste. Man kann sie tappen und 3 zahlen, um eine Karte zu ziehen. Man kann sie tappen und 5 zahlen, um ein Artefakt aus dem Friedhof wieder aufs Spielfeld zu bekommen. Also glaubst du, dass Energy in Commander funktionieren kann in der Art und Weise? Nein, gar nicht. Ich bin von dem Deck, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Deck funktioniert. Das ist für mich so dieser Low Ground, wo ich sage so, oh, wie kann das funktionieren? Ja. Und ich bin gespannt tatsächlich. Wir haben die ersten Gameplays noch nicht oben. Ja. Wir werden die Dinge ja sogar spielen. Stimmt, wir zusammen wurden eingeladen mit Siren und Tim Gaedtke. Genau. Werden wir einmal die Commander-Decks durchtesten. Da bin ich sehr gespannt. Und ich glaube, du hast sogar das Energy-Deck. Ich bin so gespannt, ob du das ins Laufen kriegst. Ich glaube, das wird wirklich schwierig. Ich glaube auch. Also das Ding ist halt, ich mag Energy als Mechanik halt, dass es so ein externes Ressourcensystem gibt. Es ist für mich bizarr, von der Magic-Welt, die wir haben, jetzt mit jeder Legendary ist ein Commander für einen Archetyp direkt geplant im Design. Und damals Kaladesh, als halt das rauskam, gab es halt diese Mechanik. Es gibt keinen einzigen
einzigen Commander, der wirklich Energy nutzen kann. Mhm. Und deswegen hat man dann hier quasi die Chance dann auch genutzt. Und halt in Modern Horizons 3 gibt es ja auch nochmal einen Energy-Sub-Theme. Oh ja, stimmt. Das heißt also, die kriegen die Counter jetzt nochmal ein bisschen raus. Aber ich finde, glaube ich, Dr. Madison Lee ist halt eine ganz gute Utility-Karte. Mhm. Also so ein bisschen könnte man vielleicht drauf bauen, so halt mit Artefakten halt, die zu reanimieren. Vielleicht kannst du irgendwie ein Portal of Phyrexia mit ihrer 5 Energy-Marken-Geschichte irgendwie mit rausnehmen. Wenn ich aber spannender finde, ist tatsächlich der Second Command und das ist Liberty Prime Recharged. Liberty Prime klingt schon wieder. Ja. Haben wir einen neuen, hier einen neuen Transformer? Quasi. Und das ist ja, glaube ich, von Fallout 3. Das ist der End-Typ. Kostet 5 Mana, 2 generische und Jeskai-Farben, also blau, rot und weiß. Für ein 8-8 Legendary Artifact Creature Robot mit Vigilant, Trample und Haste. Und wenn er angreift oder blockt, wird er gesacrificed, es sei denn, wir zahlen 2 Energy. Und dann für 2 Mana kann man ihn tappen und ein Artefakt sacrificen und eine Karte ziehen und 2 Energiemarken bekommen. Also man kann quasi durch ihn selbst sich Energie aufbauen, um mit ihm anzugreifen, damit man ihn nicht sacrificen muss. Aber ansonsten ist er halt eine 8-8 für 5 Mana und hat doch Trample, Vigilance und Haste. Also das ist doch schon deutlich eher was für Energy, oder? Ist auf jeden Fall so ein Beatdown-Plan. Man hat es ja auch damals eher so als Beatdown teilweise gespielt. Mit diesem grünen Elefanten, der da drin war. Ja, mit dem, auch dem hier, das war ja Timo Energy damals. Genau. Und man hat quasi diesen grünen, diese grüne Katze gespielt. Ja, stimmt, die Katze. Wieder da und dann wieder reingesetzt. Ja, genau. Und ich bin gespannt. Also wie gesagt, Energy ist für mich so ein Buch mit 7 Siegeln. Mhm. Es sind in dem Deck einige spannende Karten drin, meiner Meinung nach. Aber gleichzeitig auch irgendwie so gar nichts. Also wir haben halt die Möglichkeit, sowas wie Steel Overseer oder sowas zu haben, der einfach Artefakt-Kreaturen pusht. Es sind aber nicht so viele Artefakt-Kreaturen da drin, wo ich denke so, okay, was versuchen sie gerade hier? Und das ist bei mir bei dem Deck, das fehlt mir so ein bisschen. Du hast eine Menge Artefakte drin, klar, keine Frage. Aber so Karten teilweise, ich denke so, warum? Was machst du hier? Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil halt dadurch, dass es halt kein Commander-Fokus in Kaladesh kam, also das einzige Set, wo wir Energy-Marken hatten, schaffen sie es halt, diese Support-Pieces mit reinzunehmen, um das halt als halt eben Tribe oder halt als Art halt dann auch durchzukriegen. Und ich meine, es gibt halt so ein paar lustige Sachen. Ich meine, wir haben hier Panharmonicon drin in Precon. Das ist krass. Mystic Forge ist halt auch so ein Ding, wo du auch sagst, okay, jedes Artefakt-Matters-Deck möchte das halt irgendwo haben. Mhm. Lightning Greaves, lange nochmal. Ja. Wir hatten lange Zeit lang tatsächlich die Swiftfoot Boots überall drin, aber keine Lightning Greaves. Ja, das ist auf jeden Fall. Also es gibt sehr viele auch coole, sag ich mal, Reprints. Auch Loyal Apprentice ist hier tatsächlich drin. In einer Fallout-Version. Genau, das ist halt das Wichtige dabei. Genau, und dementsprechend es ist auf jeden Fall, glaube ich, das verrückteste Deck im Sinne von, ich glaube, da muss man halt wirklich gucken, dass man es halt wirklich auch einigermaßen halt dann auch gebaut kriegt, das halt wirklich dann zu machen. Das erinnert mich an diese Gremlins aus Marsch der Maschinen. Ja. Irgendwie so ein Deck ist das halt. Ja, total. Das ist schon weird. Was ich dabei direkt sagen muss, was ich bei jedem Commander-Deck sagen werde, die Mana-Basis ist Schrott. Die Mana-Basis sieht halt genauso aus wie von jedem anderen 40, 30 Euro Precon, dass wir für jedes Set 5 Stück 1000 Millionen bekommen. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Sonderedition, wo wir auch noch Geld für reinstecken, dass es wirklich größer wird. Ja. Und das Erste, was du siehst, ist halt so alle 3 Tempel. Ja, und Ash Barons, Terramorphic Expense. Und man denkt sich so, was zur Hölle ist denn bei euch falsch, dass ihr diese Special-Produkte jetzt schon so versaut? Also bei Dr. Who haben wir schon gesagt, könnte ein bisschen besser sein. Hier gehen sie einen Schritt nach unten. Hm. Wir wollten besser, nicht schlechter. Also ich meine, Treasure Vault ist nice. Also das halt drin zu haben, das ist ganz cool. Ist auch es wird halt cool so ein spannendes Teil einfach. Aber ich weiß nicht. Ich meine, wir haben mit Helios One zumindest halt eins dieser Support-Pieces, die ich eben meinte. So halt, du brauchst halt wirklich auch in der Landbase halt so ein paar Sachen, die halt dann auch wirklich sagen so, hey, wir müssen halt jetzt auch irgendwie auf unsere Energie kommen. Und Helios ist halt so ein Land, das hat schon farblos. Man kann einen Mana tappen und ist halt in ein Energy
halt eben packen und man kann es halt auch eben noch für 3 Mana tappen und X Energy zahlen und dann halt ein Target Non-Land Permanent quasi damit zerstören, was Mana Value X hat, aber nur als Sorcery. Also es sind schon so ein paar Sachen drin, wo ich denke, okay, wenn man in diesen Archetyp halt irgendwie rein will, dann geht das natürlich schon, aber es ist halt schon schwierig. ein bisschen sehr nischig, muss man sagen. Ja. Ne? Deswegen, also da bin ich halt wirklich gespannt, was sie am Ende machen. Ja. Damit muss man leider einfach sagen. Und ich meine, ich werde es ja sehen. Ich werde dann wahrscheinlich in dieser Commander-Runde mal schauen, wie es damit dann läuft. Aber genau, ich würde sagen, soweit erstmal zu dem Science-Deck.